Seid ihr fertig mit euren Nachforschungen? Sieht nicht so aus. Lasst euch Zeit. Hey, Haschel. Dieses Buch ist über die Dragoons. Die Dragoons aus den Legenden? Ja, genau. Die Helden der Drachenkriege. Diesem Buch zufolge sind wir die ersten 9 Dragoons, die es seit jener Zeit gab. Oh, schon möglich. Dragoons werden gerufen, wenn die Zeit sie erfordern. Wenn die Zeit sie erfordern? Ist das jetzt so? Lavitz war ein Dragoon und Graham, Dole und Linus auch. Waren ihre Tode nötig? Das ist es. Was? Nur die Zukunft kann das aufklären. Also, ich weiß es bestimmt nicht. Es fing aber alles mit dem Dragoon Spirit an, den Lloyd brachte. Wenn Lloyd ein notwendiger Teil der Geschichte ist. Dann scheint unsere Geschichte von seinem Schicksal bestimmt zu werden. Ja, obwohl sie Menschen waren, konnten die 7 Helden, die die Drachenkrieger vor 11.000 Jahren siegreich anführten, den Himmel bereisen und Zauber wirken. Als sie ihre Aufgabe erfüllt hatten, verschwanden sie mit dem Dragoon Spirits, als wäre das ihre unausweichliches Schicksal. Diese Legende scheint zu besagen, dass wir nach dieser Reise einfach verschwinden werden. Hä? Es hat zu den Drachenkriegen geführt. Okay. Muss ich jetzt hier auch noch irgendwas lesen? Ich möchte eigentlich nicht lesen. Ich lese doch schon die ganze Zeit vor. So, wo komme ich denn hier hin, wenn ich hier hochgehe? Oha. Das ist aber ein hübscher Raum. Was steht hier? Anfang und Ende der Drachenkriege. Eine Wandmalerei über Drachenkriege. Ah ja. So, was hier? Darstellung der Dragoons. Das sind Dragoons in den Drachenkriegen. Oh ja, okay. Was ist das hier? Das ist der Lebensbaum wahrscheinlich, ne? Sieht aus wie ein Bild des göttlichen Baumes. Drachenbaum? Göttlicher Baum meine ich. Steinplatte mit geflügelten Menschen. Mit gefüllten Menschen. Ah. Das zeigt wohl die Winglies. Ja, man kann es so ein bisschen erkennen, ne? Die Texturen sind zwar nicht gerade scharf, aber man erkennt was. Erinnerung an Ned, das tragische Dorf. Die Sandluvia. Das kommt mir bekannt vor. Ja, mir nicht. Sandluvia? Wir haben keine Sandluvia. Gefüllte Menschen, nom nom. Naja. Ich weiß ja nicht. So, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Hoffe ich doch mal. So, ich rede nochmal mit dem Bibliothekar. Hallo. Es hat zu den Drachenkriegen geführt. Was braucht ihr denn? Spielen Sie sich wieder überlegen auf? Überlegen auf? Natürlich, ich bin ja auch überlegen. Also mir ist es lieber, bei den Mädchen anzukommen, als mich überlegen zu fühlen. Ach, sowas interessiert mich nicht. Aber ihr scheint euch für die Drachenkriege zu interessieren. Ja. Winglies, Göttermond-Artefakte, Drachen und Dragoons. Sie alle spielten eine Rolle in den Drachenkriegen, ja. Dann hat Lloyd etwas mit den Drachenkriegen zu tun? Ja. Die Drachenkriege sind mein Spezialgebiet. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Erzählen Sie! Wir kennen nur Bruchstücke. Ja. Das ist die Legende der Drachenkriege, wie ich sie kenne. Oh, wieder eine Cutscene? Aber bitte mal ein bisschen lauter, Junge. In der Sage vom Drachenfeldzug gab es 7 Dragoonkrieger. Dragoons, angeblich die Inkarnationen von Drachen. Schulter an Schulter mit den Drachen kämpften die Dragoons heldenhaft. In der Zeit aber, als die Sage Wirklichkeit war, beherrschten die Winglies alles. Selbst die Götter. Die Götter erhörten die Gebete des Diktators Melba Flama und verhalfen ihm zu höchster Macht. Aber ihr Vertrauen wurde missbraucht.
Das Land von St. Imperia Gloriano wurde vom göttlichen Feuer verzehrt und eingeäschert. Der Zorn und die Trauer der Menschen spornten die Dragoons in ihrem Kampf an. Endlich gelang es ihnen, die Götter zu befreien. Ohne die Macht der Götter waren die Winglies verloren und unser Zeitalter, das der Menschen, begann. Seitdem schweben die Götter am Himmel. Seit 11.000 Jahren. Sie wachen über die Welt als der Mond, der niemals untergeht. Okay. Ja gut. Dann ist das so. Ja, das ist die Geschichte. Ja, 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 ja. Habt ihr etwas über Leute herausgefunden? Ja, ja. Oh, das ist schade. Wo ihr schon mal hier seid, könnt ihr auch noch den Dokumentenraum im Obergeschoss versuchen. Sind da noch mehr Bücher? Nein, nein, nein. Enthält die historischen Materialien von Milceso. Die meisten Leute würden sie zwar als Müll bezeichnen, aber für unser Land haben sie große historische Bedeutung. Ja, ja, ja. Also, das hat das schwarze Monster, das dieses Land in ein Inferno gestürzt hat, zurückgelassen. Ja. Das schwarze Monster? Ja, 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 das ist schon 18 Jahre her. Es ist erstaunlich, dass ein so junger Mann wie du darüber etwas weiß. Ich bin in Neth geboren. Himmel, bist du ein Überlebender aus dem Dorf? Hm? Ja, ja. Hm? Bist du? Ja, bin ich. Ja, ja, das ist hier auf dem Bild, ist so ein Monster. So, sag mal an. Das ist das Glasfenster der Kirche von Neth. Ja, ja. Kannst du dich daran irgendwie erinnern? Hm? Ja. Ja, zwar nur dunkel, aber ich erinnere mich. Das ist schön. Es war wirklich ein Untier. Das sind die einzigen Gegenstände, die das schwarze Feuer überstanden haben. Ja, 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 ja. Wissen Sie etwas darüber, was damals in Neth geschehen ist? Gab es Überlebende oder... Ich kenne nur einen. Ja, ja. Wer ist das? Du. Die zweite heilige Schwester von Milceso. Schwester Luna. Luana. Ja, ja, ja. Ja. Du scheinst sie nicht zu kennen, oder? Ja. Ne? Aber ich kann dir ein wenig über das schwarze Monster erzählen. Ja, ja. Es gibt eine Legende über das schwarze Monster und das Mondkind. Ja, ja. Willst du sie hören? Ja, ja bitte. Ja, okay. Ja, ja. Es ist irgendwie ironisch, aber... Ja. 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 Die Menschen, die die Kirche in Neth besuchten und dort um Glück und Zufriedenheit beteten, blickten dabei immer auf dieses Glasfenster, das die Legende vom schwarzen Monster und dem Mondkind darstellten. Oh, noch eine Cutscene. Was ist denn jetzt los, Spiel? Warum haben die Götter es erschaffen, das schwarze Monster? Es taucht in vielen Sagen auf, immer als ein Dämon, der sich auflehnt und die Götter verschlingt. Ein Übel, das den Frieden in der Welt hasst. Und die Götter, das ist der Mond, der niemals untergeht. Der Mond, der niemals untergeht, glüht alle 108 Jahre rot. Das ist ein Zeichen, dass ein Bote zur Welt kommt. Wir nennen den Boten das Mondkind. Der Sage zufolge gibt das Mondkind den Göttern auf der Erde neues Leben und es läutert die Welt. Das schwarze Monster fürchtet, hasst und verabscheut es. Und es tötet das Mondkind. Dieser traurige Kreislauf ist endlos. Die Götter bleiben ewig am Himmel und die Welt bleibt im ewigen Chaos. Thank you.
erkennt auf diesen Bildern teilweise fast gar nichts. Das ist echt schwierig. Siehst du noch weiter? Ah, links ist bestimmt das schwarze Monster und rechts sind wahrscheinlich die Götter. Könnte ich mir vorstellen. Ein bisschen. Ja. Ja, so. Also. Ne? Unterdessen in Nid. Oh. Oh, Rose. Es hat sich nichts geändert. Nein, gar nichts. Zögere ich etwa? Es ist albern. Oh, ich darf als Rose spielen. Kann ich irgendwas machen? Kann ich speichern zum Beispiel? Nee, darf ich nicht. Ich darf nicht speichern. Es wäre mir gerade so ein Jumbo-Pläsier zu speichern. Ich weiß nicht warum. Mutter! Ich bin zurück! Es ist lange her, Mutter. An jedem schicksalhaften Tag verlor ich mein Augenlicht. Ich kann jetzt wieder sehen, dank der Liebe vieler Leute, wie Seti hier. Möge der göttliche Baum alle Opfer der Tragödie segnen. Wer ist da? Oh, oh, oh. Ich wollte euch nicht überraschen. Wer bist du? Nur eine Reisende. Bitte seid nicht beunruhigt. Mhm. Ja, okay. Ihr dürft gerne bleiben. So. Nun. Die Leute von Nid und meine Mutter ruhen hier. Bist du auch hier, um das Grab zu besuchen? Ich glaube schon. Dann weißt du Bescheid über Nid. Offensichtlich. Oh. Nid, vor 18 Jahren. Wingly. Das schwarze Monster ist ein Wingly. Oder ein Dragoon. Wo ist Prinzessin Novia? Das werde ich niemals verraten. Ich kann nicht sehen. Ich habe Angst, Mama. Komm nicht hierher! Wo ist Prinzessin Luvia? Wo habt ihr das Mondkind versteckt? Wir wissen es nicht. Welchen Groll hegst du gegen unser Dorf? Willst du mit deiner Tochter sterben? Ich habe Angst, Mama! Prinzessin Luvia ist zum Meer gegangen! Das muss doch reichen, um dich zufriedenzustellen! Jetzt verlass das Dorf! Es gibt nur alle 108 Jahre die Chance, das Mondkind zu töten. Das ist die Zeit seiner Geburt. Wenn der Mond blutrot glüht. Das neugeborene Mondkind hat magische Kräfte. Diese magischen Kräfte verwandeln alle in seiner Umgebung in Prediger des Gottes. Sie werden zu Dienern, die das Kommen des Gottes vorbereiten helfen. Mein Ziel ist nicht erreicht, bis ich jede einzelne Person getötet habe, die anwesend war, als das Mondkind hier vorbeizog. Mama, sag doch was! Es ist heiß! Es brennt, Mama!
Mama? Oh, was für ein Bastard. Es war ein Wunder, dass ich überlebt habe. Aha, dann seid ihr damals erblindet. Ja, aber der Gott gab mir noch etwas anderes. Schwester Luana kann die Seelen des... Ach nee, das ist jetzt eine andere. Schwester Luana kann die Seelen der Menschen sehen. Doch sie kann auch ihren Schmerz spüren. Deshalb hat Schwester Luana schon viel gelitten. Doch nun habe ich diese Kraft schätzen gelernt. Denn sie erlaubt mir, den Schmerz in den Herzen der Menschen zu heilen. Wenn du den Schmerz in deinem Herzen heilen möchtest, sag es mir bitte. Ich kann dir helfen. Das ist nicht nötig. Übrigens, seid ihr fertig? Ja, ich werde bald nach Deningrad zurückkehren. Darf ich euch begleiten? Selbst wenn ihr Ritter dabei habt, der Wald ist voller gefährlicher Monster. Ich kann euch vor ihnen beschützen. Ich verstehe. Dann möchte ich dich bitten, uns zu begleiten. Oh, die hinterlassen Fußstapfen. Schön. Cool. Ja, Fußspuren? In Merus Heimat. Oh, keiner da. Es ist lang her. Ob es wohl allen gut geht? Ob sie sich wohl einsam fühlen ohne mich? Bah. Wow! Hey, Vorsicht! Wer überquert da die Grenze? Wer bist du denn, dass du mich nicht kennst? Hä? Meru? Bist du das, Meru? Guaraha. Was denn das für ein Name? Guarana. Ich nenne dich Guarana. Guarana! Lange nicht gesehen. Du siehst toll aus. Findest du mich wirklich toll? Wie konntest du abhauen, ohne mir Bescheid zu sagen? Wo bist du gewesen? Hey, ich bin den ganzen Weg zurückgekommen. Du musst mich doch nicht anschreien. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Aber du weißt doch, dass es tabu ist, den Wald zu verlassen. Du hast den Wald verlassen. Deshalb weiß ich nicht, ob auch die anderen Waldbewohner dir vergeben können, Meru. Wer interessiert sich schon für Tabus? Alle hier im Wald. Und die Menschen da draußen? Wir leben doch alle in der gleichen Welt. Warum sollten wir eine Grenze ziehen und uns hier so verkriechen? Das wüsste ich auch gern. Ich habe eine Ewigkeit hier im Wald gelebt. Ich wünschte, ich wüsste den Grund. Ich frag den Uran. Ich löchere dich nicht weiter. So, schon böse, was damals passiert ist, aber haben wir über das Mondkind nicht schon mal was gehört? Ein Wingli? Ja, scheint so, dass das ein Wingli hier ist. Jetzt hauen die Fakten auf den Tisch, aber immer, ja, auf jeden Fall. Also ist immerhin auf CD3, ganz genau, du sagst es. CD3 müssen sie mal ordentlich Gas geben, weil auf CD2 ist fast gar nichts passiert. Und jetzt, ne, immer so langsam, aber sicher Gas geben. So, Miru friert wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Oh, was ist das hier? Was denn? Was? 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 Was ist denn das hier?